Ach ja. Schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Zack, ist August. Und somit herzlich willkommen YouTube und Internet zu NS17 auf der PlayStation 4 mit mir, dem Tom. Und ja, es ist so, dass ich bin eine Erklärung schuldig, ne? Ich war nun längere Zeit nicht da. Ich werfe mich mal hier in den Traktor, das ist romantischer. Und ich war die ganze Zeit überlegen, hey, was erzählst du jetzt? Wann kommst du wieder? Du musst ja mal ein Lebenszeichen irgendwie von dir geben. Und ich hatte vereinzelt an den Leuten noch, die gefragt haben, den habe ich auch geschrieben und gesagt, ich komme wieder, definitiv. Aber aktuell kann ich einfach keinen Zeitpunkt nennen. Ne? Es ist auch so, dass ich sicherlich jetzt erstmal reduziert Videos bringen werde, aber ich habe total wieder Lust drauf. Es ist auch nicht so, dass ich keine Lust hatte in all den letzten Wochen, sondern es war einfach Punkt 1 berufsbedingt und Punkt 2 auch gesundheitlich. Also nicht, dass ich jetzt im Bett gelegen hätte, das gibt keine Zeit für, sondern ich hatte auch Stimmprobleme. Habe ich immer noch. Ich habe jemanden mit Tee neben mir stehen, der mir eigentlich ganz gut hilft. Vielen Dank mal für den Tipp mit dem Ingwer. Ja, und das. Ja, wie soll ich das erklären? Verdammt. Das Holz muss man hier noch aufladen. Warte mal, ein bisschen ruhigere Ecke. Ne, sonst wird das alles hier so ein bisschen. Geht das unter. Also, es ging einfach nicht von meiner Stimme. Ich war wirklich alle gefühlten 20 Minuten muss ich mich räuspern, bekomme ich kleine Hustenanfälle und das war echt schlimm. Es ist immer noch nicht ganz vorbei, aber ich habe, wie gesagt, jetzt diese tolle selbstgemachte Teemischung aus Ingwer, Zitrone. Was ist da noch drin? Minze, frische Minze, also aus dem Garten und Honig. Ja, und es ist unglaublich, dass das Zeug mir hilft. Ich habe letztens alles Mögliche aus der Apotheke ausprobiert, war auch beim Arzt, habe da mir verschiedene Sachen verschreiben lassen und irgendwie kam ich da jetzt nicht von runter. Vielleicht ist es auch gerade Zufall, dass, weil Wetterumschwung ist oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es mir jetzt ganz gut und ich bin froh, wieder hier zu sein und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und könnt das ein bisschen nachvollziehen, weil was hätte ich schreiben sollen? Hey, ich komme nächste Woche, hey, ich komme in 2 Wochen und ich war da irgendwie so ein bisschen blockiert und dachte, na, auf unbestimmte Zeit verabschiedet wollte ich auch nicht, weil ich dachte eigentlich immer, hey, morgen legst du wieder los. Das war mal so mein Problem. Weißt du, genug gequatscht. Erstmal, wenn ihr da noch Fragen habt, dann einfach mal reinschreiben. Und die sich jetzt nochmal angemeldet hatten bei der Community für die PlayStation, die habe ich jetzt mal angenommen. Also, wenn ihr in längeren Zeit nicht reingeschaut habt, schaut da mal rein. Da könnt ihr dann jetzt dann da mitmachen. Okay. Ja, mit dieser Karte hier müssen wir mal schauen, ob wir da dann weitermachen oder ob ihr vielleicht was Neues haben möchtet. Zum Beispiel die Oberlausitz ist ja jetzt rausgekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon gibt. Warum schweben die denn da so durch? Jedenfalls habe ich mir die Karte noch nicht angeschaut. Ich habe es mir runtergeladen. Ich habe einige Mods löschen müssen, da mein Systemspeicher von der PlayStation voll war. Das kennt ihr bestimmt auch. Wenn man einfach zu viele gute Mods haben möchte und sich dann irgendwann wieder reduzieren muss und naja, so muss man halt sonst was aufräumen. Und die kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Wäre jetzt aber heute nicht der richtige Rahmen gewesen. Das machen wir dann zusammen. Und ich stelle die dann so ein bisschen vor oder vielmehr machen wir das dann blind. Ich glaube, ich habe unterschätzt den kleinen Traktor gerade. Das kriege ich auch nicht hin, wenn ich jetzt. Mist, würde ich echt gerne mitnehmen. Aber jetzt ganz. Nee, das ist so, wie ich den bewege. Ah, das ist zu schwer. Ob überhaupt einer reichen würde. Wir müssen jetzt wieder reinkommen. Also, ich habe in der ganzen Zeit auch nicht gespielt, nicht gezockt. Ich habe mir zwar ein paar Videos angeschaut. Es passiert ja aktuell auch einiges an
News, die reinkommen zu LS19. Ich bin noch nicht top informiert. Aber das werden wir sicherlich alles nachholen. So, ich muss das mal rauf. Ich glaube, ich habe den Anhänger auch ein bisschen überschätzt. Aber wenn wir eine Fahne dran binden, dann geht's so, oder? Nein, natürlich nicht. Ich lasse den mal so drauf purzeln, weil ich da. Ja, wenn wir das dann anschneiden, dann könnte es vielleicht auch klappen. Ich muss auch erstmal meinen PC, der hat auch Staub angesetzt, da musste ich erstmal alles entstauben, zig Updates fahren und bis der dann heute dann endlich mal bereit war für das Spiel. Ich glaube, wir lassen den dann da hinten so drauf, also ich. Das müsste auch nicht gehen mit einer Fahne. Mit der Kameraführung ist ein paar Probleme. Aber wir sollten den weiter mittig nehmen, sonst wird das nichts. So. Also. Falls wir auch die Karte wechseln sollten, dann werden wir also mindestens. Wir haben ja auch noch die alte Map, die wir, wo die Sachen nicht verkauft haben. Da steht ja noch zum Beispiel das Windrad und so weiter. Die Hofübergabe hat ja nie so richtig stattgefunden und da ist dann alles im einen. Also es sind bestimmt 2-3 Millionen, die wir da haben, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt eine neue Karte anfangen, nehmen wir 1 Million mit und dann gucken wir mal. Wir das Ganze gestalten. Ich würde zwar auch ganz gerne neu anfangen, aber mit Blick auf LS19 ist nicht mehr so weit. Brauchen wir schon vernünftiges Startkapital, was ja irgendwo auch erarbeitet ist. So, ich glaube, ich nehme erstmal die losen Stämme. Und dann kommen wir gleich mal zum Hof gucken von mir aus. Rasen habe ich nochmal durchgeschaut. Wir haben ja aktuell Frühling. Es ist, noch nicht viel gewachsen. Das Gras braucht noch ein bisschen, was wir angesät haben. Ja, für den PC muss ich auch noch mal schauen, wie das da mit der Hof Bergmann aussieht, welchen Update-Stand das Ding mittlerweile hat. Da ist noch einiges passiert. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr verfolgt, was da jetzt so viel Neues gekommen ist. Ob überhaupt was Neues gekommen ist. Wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen habt, immer raus damit. So. Vielleicht machen wir mal irgendwie nochmal einen Livestream, wo ihr dann auch nochmal eure Fragen stellen könnt oder wie einfach mal gemütlicher Runde beim Ingwer-Tee plaudern, wie es jetzt weitergeht. Vor allem, was mich absolut gewurmt hat, ist, haben wir endlich diese 10.000, diese magische Grenze geknackt. Und da falle ich aus. Das Holz hier kommt auch gut was rein. Dann können wir ein bisschen zurecht ditchen. Ja, immer. Schiebe ich nochmal ein bisschen zurecht. Mit dem alten Traktor muss auch aufpassen, weil der. Raps. Okay. Denton Bakery. Ich muss mal gucken, ob wir noch Raps haben.
Ich glaube, ich muss jetzt nochmal ein bisschen zurechtschneiden. Die sind viel zu lang. Los geht's. Okay. Ja, dann war auch mein Gedanke, hey, wenn ihr jetzt wiederkommt, dann macht das das richtig toll mit einer Ankündigung und ja, so ein bisschen spannend und das neue Intro ist dann da oder überhaupt das Intro ist dann mal da. Aber das Ganze hat sich immer wieder verschoben und jetzt habe ich gesagt, lassen wir das mit der Perfektion und produzieren mal lieber eine Folge. Aber mittlerweile habe ich mich ja nicht entschieden. Da war früher mal so eine Frage, mache ich das nicht, dass ich gerne mal ein Intro hätte. Nichts Dolles. War irgendwie so ein bisschen was mit Wiedererkennungswert. Die Gabel gefällt mir ein bisschen ganz gut. Ich meine, diese dritte Kamerastellung bräuchte ich jetzt nicht wirklich, aber die ist schon nicht schlecht. Und die anderen sind ja auch dabei. Die Gabeln, die haben dann Autoload zum Beispiel. Ich glaube, bei Ballen manchmal ganz interessant. Ne? Wenn es dann doch, ich meine, ich verlade gerne Ballen, auch manuell, aber wenn es dann doch zu viele sind, ist das vielleicht dann auch für euch zu langatmig. So. Ich würde sagen, jetzt die gelagerten hier nämlich jetzt auch mit. Und beide schaffen jetzt. Muss ich doch irgendwann nochmal den Traktor wechseln. Na, ja, will ich die jetzt loslassen? Naja, besser liegt er sich auch nicht. Uiuiui. Gut, dass wir das Blinklicht an haben, YouTube. Der ist dann einfach doch zu leicht, ne? Man könnte auch nochmal ein größeres Gewicht holen, aber der Traktor an sich hat schon in sich. Oder besser, ist ja dann doch zu leicht. Ich habe noch eine Mod runtergeladen, die wollte ich euch nochmal zeigen. So. Oder wir fahren zum Shop hin. Wir müssen ja eh das Holz verkaufen. Machen wir es so. Und dann zeige ich euch die mal. Relativ neu. Ob die gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das sogar was für ein Forst. Ah, perfekt verladen ist anders, ne? Versuche mal so ein bisschen zurechtzuziehen. Mit der unteren Forke. Okay, passt.
würde sagen, den einen nehmen wir noch mit. Drehen wir mal kurz. Da muss auch unbedingt aufgeräumt werden, ne? Das Feld wieder frei ist. Spielt ihr mit Seasons oder sagt ihr, hey Tom, das ist mal so gar nichts für mich? Würde mich mal interessieren. Mal einen Kommentar schreiben, ob ihr irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habt oder einfach nur sagt, hey, nee, ich will selbst jederzeit bestimmen, wann ich was anpflanze und möchte das nicht diktiert bekommen. Also mir macht das schon Spaß. Könnt ihr mir auch vorstellen. Eine Karte mal wieder ohne Seasons zu spielen. So, was ist dem Fan nicht kaputt, oder? Kommt ja weg hier. Ja, ich glaube, anhalten dürfen sie uns damit nicht. So. Wie das gepackt ist. Aber es bleibt jetzt mal so und wir fahren den Traktor noch beiseite. Wenn nichts passiert, dass er nicht wegkommt. Diese Einfahrt hier, die ist schon ganz schön eng und klein. Also diese Karte hier ist natürlich auch schon sehr liebevoll, aber viele von euch haben gesagt, hey Tom, die ist doch sehr klein. Aber es liegt ja noch mit in eurer Hand. Werde ich wieder weiterspielen. Vielleicht machen wir es dann irgendwie von Daumen mal abhängig oder so. Lass mir noch was einfallen, mal eine Abstimmung. So, Blinklicht aus. Das war nur Funktionstest, YouTube. Nein, das war natürlich berechnet. So, das Ganze mal anschnallen. Ich hoffe, das geht mit dem Anhänger. Jupp, das sieht auch gut aus. Na. Na. Das kann es noch nicht gewesen sein. Da noch ein. Hier hat es gerade geleuchtet. So. Also, dass das reingekommen ist, das fand ich schon mega. So. Gibt es schon was, wo ihr euch drauf freut bei LS19, was ihr so mitbekommen habt, was man hypen sollte? Ich bin gespannt, ob die PS4-Version oder die Konsolenversion zeitgleich erscheint, aber ich könnte es mir gut vorstellen. So, haben wir alles. Sollte halten. Ich hoffe, wir kriegen das dann alles so runter vom Anhänger. Ja, also wie gesagt, es. Von der Seite sieht es besser aus. Ich mach da einen Screenshot, warte mal. Muss ja auch sein, YouTube. So, wenn man es von der anderen Seite nicht sieht, dann sieht das doch richtig professionell gepackt aus. Ja, ich fahre ja schon. Warte mal.
Ja, es geht. Blinker aus und los geht's. Hoch zum Shop, da ist ja auch der Holzverkauf. Wir kommen hier überall durch. So, von jetzt rechts. Dann war auch schon fast da. Jetzt kann es mal ein bisschen haarig werden. Ja, geht doch. Blinker können wir nicht anlassen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch der Trigger ist. Nicht so hoch. Aber wir können es auch anders machen, sonst laden wir es ab. Ich bin rein für Wolle, ja. Oder habe ich jetzt nicht? So, pass auf, erstmal die Gurte los hier. Okay, die Folge halt ein bisschen länger, das ist auch Wurst. Aber wir das aufzuholen, die Tür. So, auf in den Job. Sonderangebote, Trailer mit Lift-Dings brauche ich jetzt nicht. Wozu auch immer der ist, weiß ich jetzt noch nicht mal. Mal gucken, wo das Gerät sich jetzt versteckt. Na, ist auf jeden Fall. Ja, Radlader ist es ja nicht. Na, wisst ihr schon. Habt ihr bestimmt auch schon im Shop gesehen. Teleskoplader vielleicht. Nee. Tja, dann weiß ich auch nicht mehr. Kompaktlader. Da wird er sich auch nicht verstecken. Wäre jetzt komisch. Tja. Traktoren. So könnt ihr auch mal sehen, was ich jetzt aktuell hier noch drin habe. Ich habe vorhin nicht aufgeräumt, einiges rausgeschmissen, was ich eh nicht benutze. Dieses Ultima-Pack wollte ich mir vielleicht nochmal runterladen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Nee, ich sehe nicht. Tja, toll. Ich hoffe, ich habe den aktiviert, aber ich meine schon. Der müsste aber eigentlich Teleskop laden. Ist vielleicht doch unter Kompaktlader. Diesen ganzen Gabel macht man auch wahnsinnig. Ne? Dass man da nicht besser durchsteppen. Da ist er doch. Hier, Massive Ferguson Kiste. 15.000. Aber viel anfangen kannst du mit dem jetzt auch nicht, ne? Wenn er jetzt nur. Ich meine, wir könnten mal gucken, ob der. Jetzt glaube ich, miete den mal. Ich würde den gerne mal mieten. Felgenfarbe. Nehmen wir mal grau. Und. Gucken wir uns das Ding mal an, ja. Müssen ja eh irgendwie abladen. Ja. Und dazu bräuchten wir dann aber, ja, wir können auch die Forker einfach nehmen. Das kriegen wir schon damit hin. Muss ja auch mal ein bisschen flexibel sein. 61 Euro. So, zack. Wo ist er? Ich habe mir irgendwie größer vorgestellt, aber okay. Ist das ein Eigenbau oder gab es den wirklich so? Hinterradlenkung. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich lasse es mal von außen, weil ich einfach mal sehen möchte, wie das Ganze angekoppelt aussieht, ob der vernünftig aussieht. Karte mal hier mal zu. Okay. Licht. Genau. Ich war gespannt vom Schwerpunkt und so, ob ich jetzt hier was runterschubsen kann oder nicht. Wobei es auch sein kann, dass man die Rungen eventuell bei dem Anhänger hier runterfahren kann.
fallen ja höchstens auf uns drauf, ne? Ja, es klappt super. Ich schau mal ein bisschen rum. Jetzt gleich mal die Hilfe für anmachen. Moment, YouTube. Nee, der hat nichts weiter. Ja, mit dem kannst du es auch vergessen. Dann müsstest du, wenn schon, eine spezielle Gabel holen. Ja, ich habe mir halt größer vorgestellt. Was nicht heißen soll, dass das Teil schlecht ist. Gut. Eure Wünsche, Anregungen ins Kommentarfeld bitte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Ich freue mich, wieder von euch zu hören und hoffe, ihr seid noch da, YouTube. Macht's gut, ciao. So. Wollt ihr noch so auf dem Hof stehen? Ich weiß es nicht.